Ressourcen. Unzureichende Mittel. Ziel wählen. Alle mal hier drauf. Luftabwehr ist unterwegs, aber ich fürchte, die ganzen Tragflächenboote killen mir hier meine eigenen Flieger. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, tun sie. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Ich kann gerade so einen Hals kriegen. Wird gebaut. Ja, ich glaube, das ist gerade ein bisschen zäh alles. Mhm. Ich glaube, wir haben auch vorher nicht mal wirklich viel gesprochen. Also. Nee, sorry dafür, aber. Hätten wir einfach auch mehr Mitte, das ist echt doof. Ja, vor allem ist halt der Scheiß, dass wir, also dass sie alliierten mit den Tragflächenbooten so eine verdammt gute Kontermöglichkeit zu unseren Lufteinheiten haben. So, hier ist erstmal verteidigt. Angegriffen. Mann, wir müssen nur diese vier Dinger da flach machen, ne? Unser Verbündeter wird nein, die ganze Base dahinter. Also doch. Ich habe nicht mal mehr Produktionsgebäude, die haben mir alles weggeschossen, wirklich alles. Also bis ich wirklich starke Einheiten habe, bis ich das alles wieder erforscht habe. Eine Einheit wird angegriffen. Boot des Kaisers bereit. Wird gebaut. Unterbrochen. Abwehrdrohnen bereit. Repariert. Neue Bauoptionen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Cryocopter. Ich könnte so einen Hals kriegen gerade. Main Plattform Kern. Kernstationierung bereit. Nein. Nanoschwarmkern bereit. Matthias. Ja. Ich habe gerade was gesehen. Ich hasse uns dafür. Ich passe mal auf, warte mal kurz. Wenn du das siehst, wirst du dich selbst grün und blau erinnern. Was sehe ich denn? Das hier. Wir haben eine Superwaffe zur Verfügung. Den Namoschwarm.
ist ein verdammt guter Schutzschild. Ziel wählen. Ziel wählen. Ach komm, damit hätten wir alles so leicht schützen können. Ja, ich kenne mich mit den Einheiten gar nicht aus. Das ist halt ein bisschen das Problem. Ich kenne zwar die Einheiten, aber ich habe es jetzt viel zu lange nicht gespielt. Und ich mochte das leicht aufgehenden Zorn in der Hinsicht sowieso nie. Aber wir hätten sie im Prinzip fast, also... Willst du nochmal einmal neuen Spielstand machen, schon mal? Nein, wir haben es ziemlich zusammen reduziert. Sie haben nicht mehr viele Einheiten hier und die Geschwader, also bis die neuen Stufen da sind, immer brauchst du immer so ewig lange. Also. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unzureichende Mittel. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen aktuell. Größtes Problem. Die neuen Flotten kommen jetzt gerade in dem Moment wieder. Kannst du die irgendwie aufhalten? Ich versuch's, ich verspreche aber nichts. Nein, kann ich nicht. Die hauen ab. Eine Einheit wird angegriffen. Und da hinten nach kommen Tragflächenboote. Nein. Unzureichende Mittel. Der Verbündeter wird angegriffen. Einheit verloren. Was ist jetzt? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unser Bauhof wird angegriffen. Ach komm. Eine Einheit wird angegriffen. 6 Sekunden bis zum Nanoschwarm. Einer. Nanoschwarm bereit. Unzureichende Mittel. Damit kann ich ein ganzes Gebiet abdecken. Dann mach. Ja, aber das hält ja nicht lange. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ziel wählen. Da gibt es noch immer die Delfine herum, halt, das ist ja... Ach komm, das ist wieder 10. Das ist auch so scheiße, wir haben einfach auch überhaupt kein Geld, ey. Eine Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Unter den nächsten Flotten oder was? Defender-Kern bereit. Transportiere. Ziel bestimmt. Defender-Kern.
Brücke zur Stationierungsort vor. Defender-Kern. Also da kommen da zwei Tragflächenboote. Und sofort sind alle meine Striker weg. Ja. Letztes Geschwader bereit. Das ist gerade echt total unfair hier. Das ist kann nicht sein, ey. Kein Bock mehr, ey. Ja, ich langsam auch, ich ganz ehrlich. Ach komm, jetzt haben diese Apollo-Jäger auch noch. Ja, genau. Was genau ist unser Ziel? Zerstören Sie eine Versionsbasis. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ziel wählen. Das Problem ist, dass wir absolut kein Geld reinkriegen. Ich habe gerade 5,5, aber ich habe keine Gebäude zum Produzieren oder zu wenige. Das ist da. Wird gebaut. Vor allem die falschen, ich brauche Häfen. Wird gebaut. Abgebrochen. Zwei Dockskerne. Die auf der höchsten Stufe, dass ich dann diese Schlachter bauen kann und dann muss laufen. Aber kriegt das mal so weit. Dockskern aktualisiere. Zielpunkt erfasst. Dockskern. Ungeeigneter Bauplatz. Stationierungsort bestimmt. Ja, aber drei Flächenboote sind weg. Ja! So, Häfen. Die Upgrades erforschen dann und dann wird das was. Kostet mich ja nur 750 das erste und ich glaube 1000 das zweite Upgrade. Langsam. Aber bestimmt wie ein geflamed. Ja, lass die doch. Oh, ich habe mit verbundenen Augen und einer verkrüppelten Hand die Mission beim Pinkeln geschafft. Außerdem habe ich nebenbei noch die Katze gefüttert und wie war das? Die Katze runtergebracht und den Müll gewaschen, oder wie war das? Keine Ahnung. Zu lange her. Meine Häfen sind gleich fertig. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Ja, es ist ein Tragflächenboot. Haut mir drei Stück weg. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ich weiß, das ist abartig. Defender-Kern bereit. Defender-Kern. Generator-Kern. Defender-Kern. Nano-Kern unterwegs. Was zum? Bau abgeschlossen. Defender-Kern. Bau abgeschlossen. Stationierungsort bestimmt. Defender-Kern. Unterstützpunkt wird angegriffen. Upgrade abgeschlossen. Letztes Geschwader. Da kommen zwei Tragflächen im Boot. Jetzt zerfetzt du mir diese scheiß Delfine bei den einen Hafen. Ich glaube, ich spinne. Defender-Kern. Zerfetzt noch den zweiten. Ich hasse den Film, ich sag's nochmal. Da steckt so viel Geld drin. Ich will doch nur diese scheiß Schlachtschiffe bauen können. Ich trottel doch noch den Namen sparen.
Wieso sind die jetzt lahmgelegt? Die haben doch keine EMP-Kanonen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ziel wähle. Lieber Matthias, darf ich dir einen Vorschlag machen? Mhm. Wir brechen jetzt ab, spielen die Mission das nächste Mal nochmal komplett neu. Und lassen es für jetzt gut sein, das hat keinen Gips. Also ich denke mal, wir würden es schaffen in 8 Stunden jetzt oder so. Gefühlt, ja. Weil wir kommen zwar immer wieder ein Stück weiter und haben 5 Einheiten mehr seit dem letzten. Sind der letzten Geschwader, aber das dauert noch. Ja. Okay, dann sehe ich noch kurz den Nanoschwamm hier, kurz hinten in unseren Basen. Kennt man ja aus der Sowjetkampagne schon. Ich bedanke mich ganz. Das ist der Schild von den Gangen. Genau. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Vielen Dank, Leute, für unser, dass ihr unser Gefehle ertragen habt. Vielleicht schneide ich auch weg. Ich glaube, das hat keinen Sinn mehr, wenn man sich in einer Viertelstunde beim Fehlen zuschaut. Ja. Warte, lass mich nur mal eben einen letzten Angriff fliegen. Was zum... wie viele denn noch? Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Letztes Geschwader bereit. Die Apollos putzen ja alles weg und was nicht die Apollos machen, machen die Raketentürme. Diesen einen Turm. Wird gebaut. Versuchen wir es nochmal mit einem Großangriff. Ich hab keine Ahnung. Mehr. Ja, soll ich zuerst pumpen. Ich baue gerade zwei Mech. Baut neu. Ja, gut, ich baue gerade neue Mech-Plattform. Ich würde sagen, wir hören hier auf. Ich hätte gerade neue Mech-Plattformen im Kern eingebaut, aber ja. Lassen wir es gut sein, hat keinen Sinn. Die Kampagne werden wir, glaube ich, auf leicht spielen, weil das hat keinen Sinn so. Nee, habe ich auch keinen Bock drauf. Für jede Mission da irgendwie 5 Stunden oder so zu brauchen. Ja. Also, ich würde wahrscheinlich jetzt irgendwo vor der Verabschiedung einen Cut gemacht haben und keine Ahnung, also. Eine Viertelstunde beim Fehlen. Raus, ne? Ja. Eine Viertelstunde beim Fehlen zuschauen könnte anderswo auch. Das. Alle Systeme grün. Das hat keinen Sinn, sorry, aber. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn ich jetzt sagen würde, es hat bis zum Schluss mega Spaß gemacht, würde ich lügen. Vielleicht gebe ich es irgendwie als Special, als Fail-Folge raus. Aber. Ansonsten danke, aber nein, danke. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ja. Ciao.